Hallo und herzlich willkommen bei Vedic Stars. Bei mir geht es heute um Rahu im 9. Haus und was dies im Horoskop bedeutet. Das 9. Haus ist ein Haus, was sich mit Philosophie, mit Religion und Spiritualität beschäftigt. Das heißt, hier geht es um unseren Glauben und um unsere Überzeugungen. Es repräsentiert außerdem lange Reisen. Alles, was mit höherer Bildung zu tun hat, zum Beispiel auch Universitäten oder Hochschulen, und es ist das Haus unseres Vaters. Rahu wiederum ist der nördliche Mondknoten im Horoskop und der zeigt an, warum wir in dieser Inkarnation auf die Erde gekommen sind. Was möchten wir lernen? Wohin möchten wir uns entwickeln? Wo wollen wir Erfahrungen sammeln? Und Rahu repräsentiert dabei insbesondere die materielle Welt und alle Wünsche, die damit verbunden sind. Und diese können nie gestillt werden. Rahu ist ein Punkt im Horoskop, der unersättlich ist. Er will immer mehr von etwas. Und man verbindet mit ihm Leidenschaft, Ruhm, Illusionen, alles Materielle, aber auch Angst und zwanghaftes Verhalten. Und diese Eigenschaften prägen jetzt die Lebensbereiche des 9. Hauses. Das heißt, diese Menschen haben erst einmal eine Leidenschaft für Religion, für Spiritualität oder Philosophie. Und sie möchten hier mit ihrem Wissen oder mit der Ausübung von bestimmten Praktiken oder Ritualen glänzen in diesen Bereichen und möchten hierfür auch soziale Anerkennung bekommen. Sie können auch in diesen Bereichen unterrichten. Das gilt auch für Hochschulen und Universitäten. Ihre eigenen Lehrer waren oft ungewöhnlich und das Verhältnis zu ihnen manchmal auch schwierig. Und das Gleiche gilt auch für ihren Vater. Es sind Menschen, die außerdem sehr viel reisen. Schauen wir uns das etwas genauer an. Diese Menschen sind sehr interessiert an allen Glaubensthemen, Glaubensfragen, philosophischen Themen, an Spiritualität und sie möchten hier als etwas Besonderes wahrgenommen werden, eventuell auch als besondere Lehrer wahrgenommen werden. Und dabei fallen sie durch ungewöhnliche Ideologien und durch ungewöhnliche Lehren auf. Das heißt, sie tendieren dazu, moralische Grenzen im Bereich Kirche, Religion, Spiritualität zu überschreiten, mit alten Traditionen zu brechen und einfach so klassische Erwartungen, die man in diesen Bereichen hat, nicht zu erfüllen durch ihr Verhalten. Rahu möchte immer andersartig sein und besonders sein und deshalb verhält er sich da eben konträr zu den Erwartungen, die so klassischerweise an einen herangetragen werden. Das Problem von Rahu im 9. Haus ist, dass das 9. Haus ein sehr abstraktes, spirituelles Haus ist. Und Rahu ist ein Planet, dem es um weltliche, materielle Dinge geht. Und das passt nicht so wirklich zusammen. Was sich in dem Problem äußern kann, dass man sich zwar sehr intensiv mit den Themen des 9. Hauses beschäftigt, aber Probleme hat, zum wahren spirituellen Kern vorzubringen. Man bleibt immer so ein bisschen an der Oberfläche haften. Vielleicht merkt man das selber auch gar nicht. Manchmal geht es Menschen mit Rahu im 9. Haus auch wirklich nur darum, bei diesen Themen aufzufallen und sich soziale Vorteile zu erschaffen, zum Beispiel durch hohe Positionen in einem Kirchenamt, das wäre ein Beispiel, und Ruhm und Ehre zu bekommen. Und dass es diesen Menschen gar nicht so sehr um spirituelles Erwachen geht. Das heißt, dass diese Sinnsuche von Anfang an gar nicht so da ist. Das muss nicht sein, aber das ist möglich bei dieser Konstellation. Und es kann dann sein, dass diese Menschen auf den ersten Blick total glänzen mit ihren neuen, ungewöhnlichen Ideen und Herangehensweisen, aber man mit der Zeit merkt, dass da doch irgendwo ein Fundament fehlt und ein tiefes Verständnis von Dingen. Oder man praktiziert selbst nicht das, was man predigt. Das kann bei dieser Konstellation auch sein. Rahu im 9. Haus verleiht außerdem ein Interesse an höherer Bildung. Das heißt, man strebt hier Auszeichnungen an in Form von Abschlüssen, Diplomen, Masterabschlüssen, so etwas. Und auch hier geht es darum, durch diese Errungenschaft in Form eines Abschlusses Anerkennung von außen zu bekommen und sozial aufzusteigen.
Man kann auch in diesem Bereich als Lehrer tätig sein. Und auch hier tendiert man dann dazu, ungewöhnliche Dinge zu unterrichten oder ungewöhnlich an etwas heranzugehen. Auch die eigenen Lehrer hatten diese Tendenz, eher nicht der Norm zu entsprechen. Und unter ihnen können auch sehr strenge Lehrer gewesen sein, eventuell mit einem gewissen Kontrollbedürfnis. Dasselbe gilt so ein bisschen auch für den eigenen Vater. Auch er kann erstmal ungewöhnlich gewesen sein. Eventuell stammt er aus einem anderen Kulturkreis, weil Rahu für alles Fremde steht. Er kann in seiner Art auch sehr selbstgerecht und unkontrollierbar gewesen sein. Das heißt, plötzliche Regeln, Verhaltensänderungen, die man so gar nicht erwartet hat in der Erziehung. Das ist mit dieser Konstellation möglich. Man selbst hat ein großes Bedürfnis, die Rolle eines Vaters auszufüllen, entweder in der Familie oder aber auch in der Gesellschaft so eine Vaterfunktion wahrzunehmen. Das neunte Haus steht außerdem für lange Reisen. Oft führen die bei dieser Konstellation zu religiösen Orten oder spirituellen Orten anderer Kulturen. Und man kann hier sehr spontan zu Reisen aufbrechen und sehr viel unterwegs sein. Rahu aspektiert vom neunten Haus aus das erste Haus der eigenen Persönlichkeit, das dritte Haus der Kommunikation und das fünfte Haus der Kreativität und der Kinder. Der Aspekt zum ersten Haus hat zur Folge, dass diese Menschen selbst etwas ungewöhnlich daherkommen, nicht der Norm entsprechen und damit auch auffallen in der Gesellschaft. Und ihr Leben kann schicksalshafte Wendungen beinhalten. Das heißt, es passieren Dinge, die man so gar nicht geplant hat, die aber einen großen Einfluss auf den weiteren Lebensweg haben. Meistens haben diese Menschen ein Interesse an Kommunikation, möchten hier glänzen, sich fortbilden oder sie lesen und schreiben selbst sehr viel. Sie können viele Kinder haben und wenn sie Kinder haben, dann erziehen sie diese Kinder fernab der Norm. Das heißt, sie halten sich nicht an den typischen Erziehungsstil einer Gesellschaft, sondern tendieren auch hier dazu, Tabus zu brechen und ihren eigenen Weg zu gehen. Außerdem macht der Aspekt von Rahu zum fünften Haus sehr kreativ. Das war meine kleine Analyse über Rahu im neunten Haus. Wenn ihr wissen wollt, wo euer Rahu im Horoskop steht, geht auf meine Homepage. Dort gibt es einen kostenlosen Horoskoprechner www.vedic-stars.de. Und ansonsten freue ich mich über ein Like und ein Abo meines Kanals.